Das Gerücht des zweiten Shutdowns gibt es ja schon länger. Da war ja immer angedacht, so das Gerücht eben, dass es nach der Wienwahl dazu kommen sollte. Interessanterweise haben sich bereits am Wahlsonntag eigentlich alle dagegen ausgesprochen. Nicht nur die Politiker an sich, sondern auch Expertinnen und Experten. Es soll aber zu verschärften Maßnahmen kommen. Ein Lockdown-Light wird das immer wieder genannt. Was soll das ganz konkret sein? Beispielsweise sollen die Herbstferien verlängert werden, und zwar um eine Woche, um somit hier die Kinder aus den Schulen zu nehmen und eine weitere Woche von zu Hause über Homeschooling das so durchzuführen. Weiter soll der Mund-Nasen-Schutz ausgeweitet werden. Wie man hört, soll dieser nun auch outdoor benutzt werden sollen. Also all das sind Maßnahmen, die hier einer Verschärfung dienen. Wir erinnern uns auch an die Sperrstundendiskussion. Auch diese hat uns ja jetzt über die letzten Wochen hinweggetragen sozusagen. Es war ein großes Thema im Wahlkampf. Vor allem war es da alle Parteien gegen die ÖVP, gegen Gernot Blümel, der ja als Finanzminister und Spitzenkandidat in dieser Wahl aufgetreten ist. Er hatte dieser Frage den Bund repräsentiert, und dieser hatte ganz klar immer gesagt, dass auch Wien nun die Sperrstunde vorverlegen soll. Wir wissen ja, der Westen hat das gemacht, zumindest im Großteil der Gastronomie. Ausgenommen sind hier Hotelbars. Aber nun sieht es doch so aus, als würde Wien auch nach der Wahl hier einen anderen Kurs einschlagen. Der Bürgermeister hat ja wochenlang wirklich darauf beharrt, dass man hier in Wien die Sperrstunde nicht vorverlegen kann. Michael Ludwig hat immer gesagt, Wien ist eine Metropole. Kein Mensch geht um 22 Uhr hier schlafen. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Wir werden sehen, welche Maßnahmen sich nun durchsetzen und vor allem, wann diese dann angekündigt werden.